Tellerservice. Auf dem Teller, wie Sie sehen, ist alles angerichtet. Wir haben hier unten zum Gast hin den namensgebenden Rohstoff. Hier Fleisch, ich würde sagen, eine Carbonade, Sie würden wahrscheinlich sagen, ein Kotelett, ein Stiefkotelett. Dann haben wir auf der rechten Seite das Gemüse rechts oben und links oben haben wir die Sättigungsbeilage. Sie können sich das merken mit der Sättigungsbeilage. Links liegt ja auch die Gabel. Kartoffeln, Gabel. Also so ist es am einfachsten zu merken, auf welche Seite die Sättigungsbeilage bzw. die Edelbeilage gehört. So, wenn ich also jetzt den Teller einsetze, muss ich zusehen, dass mein Finger jetzt nicht hier in der Soße sich irgendwo befindet, sondern schön am Rand, möglichst die Fahne des Tellers hier außenrum nicht betatschen. Ja, dann die zweite Hand möglichst hinterm Rücken. Dann serviere ich dem Gast, der jetzt hier sitzt, von rechts sein Essen. Ich nehme ein bisschen den rechten Fuß nach vorne, den linken nach hinten, damit ich hier einen festen Stand habe. So, das wäre jetzt der amerikanische Service. Jetzt, kleiner Umbau. Jetzt kommen wir zum französischen Service. Der französische Service ist der sogenannte Vorlegeservice. Das heißt also, ich habe hier meine Platte mit den verschiedenen Gemüsen, Fleisch und sogar noch einer Garnitur, einer gebackenen Tomate oder gegrillten Tomate. Und ich habe hier mein Vorlegebesteck. Vorlegebesteck ist ganz einfach ein großer Löffel und eine große Gabel. So, und im Gegensatz zum amerikanischen Service lege ich das Ganze natürlich nicht von rechts vor. A, würde ich den Gast hier stoßen mit meiner riesen Platte. B, müsste ich hier rüberreichen. Der französische Service passiert von links. So, und zwar nehme ich so ein bisschen wie Stäbchen, nehme ich mein Vorliegebesteck in die Hand und zunächst muss ich die Garnitur auf den Teller geben. So, dann kommt als nächstes der namensgebende Rohstoff. Hier haben wir jetzt zwei Schweinefilets. Dann kommt die Putzsalat. So sollte es natürlich nicht sein, aber bei diesem geht das nicht so. Dann haben wir die Edelbeilage und zum Schluss kommt mir noch unsere Pommes, unsere Sättigungsbeilage hinzu. Normalerweise würde ich jetzt noch eine Sauciere haben oder mein Kollege, der hinter mir läuft, würde jetzt mit der Sauciere rumgehen und noch etwas Soße auf den Teller geben. Ja, soweit diese zwei Servicearten.